Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Jo, wir sind immer noch in den endlosen Faden auf Stufe 12. Da ist schon mal die Treppe nach unten. Wir haben aber noch das Vitrak-Nest hier nicht überprüft. Was sicherlich noch spaßig werden kann. Also gehen wir mal vorsichtig hier rein. Und hier sind Vitraks. Du spürst etwas Kratzendes in deinem Kopf, gefolgt von einem plötzlichen schrillenden Klingeln. Vereinzelte Bilder blitzen vor deinem eigenen Auge. Du siehst eine Masse an Nestern, die sich an der Höhlenwand gelehnt in die Finsternis erstrecken. Ein riesiges Netzwerk aus Spinnenweben irgendwo tief unter der Oberfläche. Außerdem siehst du die Körper der Wachen, die du kürzlich erschlagen hast, zusammengesunken auf dem Höhlenboden liegen. Als die Feder verblassen, siehst du eine weitere spinnengesichtige Kreatur vor dir stehen, die ihre klauenbewehrten Hände hebt. Du spürst abermals einen Stich in deinem Schädel und dann erklingt in deinem Verstand eine Stimme, die deinen Gedanken völlig fremd ist. Orek irgendwas, die Kreatur hält mit zuckenden Fangzähnen inne. Und dann noch irgendein Gelaber, den ich nicht verstehe. Entschuldigung, aber ich verstehe dich nicht. Die Kreatur macht ein eigenartiges, zwitscherndes Geräusch. In deinem Kopf hörst du das folgende. Ihr Tiersprache. Seit dem letzten Gedanken hat das Rad viele Umdrehungen gemacht. Tier ist hier Eindringling. Netzer sind hier. Beschützer sind tot. Ist Tier jetzt fertig? Hört Tier jetzt zu? Nicht kämpfen? Ich werde zuhören. Es gibt keinen Wunsch zum Weiterkämpfen. Gut, ich werde zuhören, aber probier du besser keine dummen Tricks. Ich bin kein Tier. Diese Wachen haben mich zuerst angegriffen. Ich glaube... Du musst ein bisschen an deinem Ederianisch arbeiten. Ich werde dir gleich ein Tier zeigen, Spinnengesicht. Diese Wachen haben mich zuerst angegriffen. Wachen haben versucht nicht überlebt, bemerkt die Kreatur ruhig. Ja, ich bin aber kein Tier. Ein Moment lang betrachtet dich die Kreatur in aller Stille. Zwergtier korrigiert sie einfach. Das macht es auch wirklich besser. Gut, ich werde zuhören, aber du willst besser keine dummen Tricks. Nicht probieren, stimmt die Kreatur zufrieden zu. Vitaktis grüßen dich, willkommen im Nest. Ja, Tier muss nicht kämpfen, die Kreatur breitet ihre Arme aus. Vitak grüßen dich, willkommen im Nest, Tier wahrt den Frieden. Erzähl mir was über die Vitrak. Die Vitrak sieht dich einen Moment lang an, dann an sich selbst herunter. Zurück. Was ist Zwergtier? Vitrak-Volk sieht Dinge, die andere nicht sehen. Sehen Licht in trüber Hülle. Sie zeigt auf dich. Sehen großes und brennendes Licht. Also sozusagen, das sind Kaltblüter? Vitrak sprechen ohne Stimme und mit vielen? Also ja, die reden nicht wirklich, aber sie reden mit tausend Stimmen in deinem Kopf wahrscheinlich. Und du zersehen in großer Stadt. Stravek Narit ist Kolonie. Eine große Reise. Tier würde lange laufen, um sie zu erreichen. Wie ist es so in der Kolonie? Großes Licht in der Dunkelheit. Aufgrund ihrer eigenartigen ätherischen Eigenschaft wirkt die Stimme der Vitrak traurig. Viele Herzen leben zusammen. Bauen. Die Vitrak beugt ihren Kopf. Eines Tages, wir kehren zurück. Okay, was macht ihr dann hier? Vitrak suchen. Suchen Wissen für Heimat. Für Kolonie... Stravek Narev. Weit weg, lange Zeit, wir haben gesucht. Wir wurden krank, vor Erinnerungen. An die Heimat, bauten Nester, schufen neue Heimat und fanden, was wir suchen. Herren dieses Ortes. Die Vitrak deutet auf die Wände um euch herum, bauten Adra an. Wahrscheinlich Herren dieses Ortes. Kein Schneiden, Brechen. Anbauen, Formen. Wenn Vitrak Geheimnis finden könnten. Machen großartige Werke, Statuen, Maschinen, Vitrak könnten Seide und Adra weben. Unsere Nester werden stärker, Kolonie wird stärker. Alle von uns weben großartige Arbeiten. Du spürst plötzlich Melancholie von der Vitrak. Wir sind nah, Maschinen, Kristalle finden. Finden aber unter uns auch Adra-Männer. Haben viele verloren, zu viele. Sie betrachtet dich mit plötzlichem Interesse. Zwergtier ist stark, besiegte andere Tiere, brachte Wachen um, könnte Vitrak helfen. Nach was genau sucht ich hier? Nach dem, was ich gesehen habe, verstehe ich nicht, dass du damit beginnen willst, dieses Zeug in deine Kolonie zurückzubringen. Kein Grund zur Sorge. Meister Otnua ist fähig, aber ist kein Vitrak.
Mittag machen, all das und besser. Auch nicht viel mehr. Nur ein paar Dinge zum Studium. Die erinnern mich ein bisschen leicht an Drow, also Dunkelelfen aus dem Dungeons & Dragons Universum. Nur eben, dass sie in Köpfen sprechen. Ein bisschen, ich sag mal, primitiver sind. Also ja, sie suchen Techniken von anderen, um ihre Techniken zu verbessern. Also sie sind pseudo-hochentwickelt, sag ich mal. Und sie leben tief unter der Erde. Nur ein paar Dinge zum Studium. Und das klingt auch ein bisschen drowisch. Muss sehen, wie Ort nur Adra-Männer macht. Adra-Hüllen, ja. Tier muss Adra-Männer nicht töten. Brauchen nur Hülle. Brauchen auch Teil von Maschine. Teil wie ein Herz von Maschine. Adra und glänzendes Metall. Die Vitak denkt einen Moment lang nach. Letztes Stück ist Adra, nicht Adra aus den Wänden, ist anders, rein. Schwer zu finden. Charek hofft, unter uns ist etwas davon. Wenn Zwerg hier diese Dinge bringt, Vitak bei Tieren großer Schuld stehen, wird Kolonie helfen, uns helfen können, nach so langem Warten nach Hause gehen. Für diese Tat, Charek würde Tier belohnen. Ich werde sehen, was ich finden kann. Die Vitak macht ein wirkliches klapperndes Geräusch und in deinem Verstand spürst du schemenhafte Dankbarkeit. Dann Charek ist dankbar. Weg zur Ruin liegt im Osten. Speerinnen haben sich durch Stein gearbeitet, haben Stufen gefunden. Haben mehr als Stufen gefunden. Jetzt bewachen sie uns vor dem, was unter uns liegt. Dir muss Aufgabe erklären, dann wird Kestrick in Frieden passieren lassen. Charek hätte eine. Kestrick ist nicht gütig. Tier passt auf sich auf. Okay. Das heißt, wir haben hier Vitrak-Nester, die wir uns anschauen können. Du wirst von 8 glitzernden Augen angestarrt. Okay. Eine kleine Spinne kaut sich in den hinteren Teil dieses Nestes. Sie zischt. Ich hoffe mal, die haben nichts dagegen, wenn wir uns an ihrem Rieselschwamm bedienen. Die großen Nester scheinen aus dicker, robuster Seiden geworben zu sein. Oh ja. Diese Vitrak-Seite ist einsatzvoll stark. Ich frage mich, ob wir nicht eine Probe zurückbringen könnten. Ah ja. Oh, das ist die falsche Richtung. Ich will wieder nach oben. Das hier ist ein bisschen komisch, dass der Diamant genau andersrum funktioniert. Und hier hinten ist noch Krivi. Selbst in einiger Entfernung ist der merkwürdige Geruch dieser Flaschen Gefäße zu riechen. In der trüben Flüssigkeit treiben kleine groteske Gegenstände. Was, Finger oder so? Diese Höhlenwände wurden mosartig von Adra bedeckt, der sich seltsamerweise warm anfühlt. Wer bist du denn, Krivi? Während du dich näherst, studiert dich der Vitrak aufmerksam mit dunklen, glänzenden Augen. Ihre Stimme in deinem Verstand klingt angenehm melodisch. Erde Sprache ist willkommen. Krivi sieht gerne. Hier sehr viele neue Dinge. Sie deutet mit einer Klaue auf die Höhlenwand. Viele Kristalle pflückt sie aufgeregt hinzu. Was machst du da? Die Vitrak hebt einen klauenbewehrten Finger, um leicht an einer der Adra-Formationen zu kratzen, die entlang der Wand wachsen. Studiert Eskarevar, Adra, wie wachsen, formgeben, gebrauchen. In Stravek Narit wächst kein Adra. Krivi wird Geheimnis lernen. Krivi jagt auf Vorräte. Isid hilft. Sucht in Höhlen im Süden. Die Vitak deutet in eine Richtung. Nimmt sich Zeit, fügt mit leicht tadelnder Stimme hinzu. Geht auch alleine, gefällt Krivi nicht. Ich glaube, ich habe Isid gefunden. Sie lag in einer Höhle im Süden, tot auf dem Boden. Ich glaube, ich habe Isid getroffen. Sie griff mich ohne Vorwarnung an und ich war gezwungen, mich zu verteidigen. Krivi versteht. Ein Moment lang spürst du ein eigenartiges, kratzendes Gefühl in deinem Kopf, dann ist wieder verschwunden. Krivi tun ist dies Taten leid. Sehr seltsam, dass es dies so handelt. Viele merkwürdige Dinge in diesem Ort. Beim Studieren von Abra sammelt Krivi viele Dinge. Nicht alle Steine sind gleich, ja. Habe hübsche Steine. Bitte nimm. Krivi dankt Adra-Sprache gut kennen. Ah, wir haben ein Tiondra Tara gekriegt von Krivi. Los, öffne mal das Inventar kurz.
Es wäre nur gut zu wissen, was ein so ein Tier Otriftava ist. Ach so, Taondratara, da ist es. Von denen haben wir ja schon ein paar. Einmal mehr klingt die flöhende Stimme wie Trank in deinem Hand. Ältere Sprache ist immer willkommen. Brauchst du etwas? Was genau tust du hier? Der Wittag hebt einen clownbewehrten Finger. Ach so, das kennen wir schon alles. Ich hatte andere Fragen. Ja, Krivi, hör zu. Während du dich näherst, studierst dich die Witrak aufmerksam mit dunklen, glänzenden Augen. Ihre Stimme und dein Verstand klingt angenehm melodisch. Ja, das kennen wir alles. Ich nehme an, du magst glänzende Objekte. Sie neigt ihren Kopf. Ja, glänzt. Viel Licht, viele Farben in Adern der Welt. Geht bis zum Herz, denkt Krivi. Sie stößt ein leises, glückliches, klingendes Schnalzen aus. Wer ist Krivi? Der Widerstand stößt ein dumpfes, pfeifendes Geräusch aus. Ist Krivi, sagt sie klug. Weiß etwas über den Meister der Tiefe. Krivi weiß viele Dinge, aber nichts über einen Meister. Fragt Scharek. Sie deutet mit den Klauen auf ihre Anführerin und faltet dann sittsam ihre Hände. Okay, dann leb wohl. Lab, lab, leb. Also ja, leb wohl, Edirsprache. Okay, der hat auch ein bisschen Probleme zu sprechen, aber der spricht schon mal besser als die Anführerin hier. Oder der Anführer. Der Vitrak neigt ihren Kopf zum Gruß. Zwergtick hier zurück. In dem unteren Bereich muss es vorsichtig sein. Dort wachen noch immer viele Augen. Weißt du irgendwas über den Meister dieses Ortes, Odnur? Die Vitrak fährt sich mit einer Kralle einen ihrer Fangzähne entlang und grübelt. Ered, Narek, Odnur. Namen blutet durch Wände. Aber Vitrak kennen Gesicht und Stimme nicht. Vitrak sehen großartiges Werk. Sehen. Statue, ja. Meister vieler Dinge, Meister von Adra, von vielen Stimmen, gefangen im Stein. Der Witak deutet auf den Rest der Höhle, von den Dingen in der Tiefe. Vieles zu bewundern. Ja, Tier muss nicht kämpfen. Witak grüßen dich, willkommen im Nest. Tier wart im Frieden. Welche Sprachen hast du zuvor gesprochen? Der Witak macht ein zwitscherndes Geräusch, antwortet aber nicht. Ich gehe dann besser. Die Kreatur starrt dich einen langen Augenblick unerschrocken an. Gut. Hörst du? Dann Vitak wünscht schnelle Reise. Sie geht einen Schritt zurück, worauf das Klingen in deinem Kopf nachlässt. Was für ein seltsames Gefolg. Können wir nicht hier bleiben und ihnen noch mehr Fragen stellen? Ich mag es nicht ganz so, wenn man zu lange in meinem Kopf rumstochert. Nebenbei haben wir noch Jetzt. zufällig eine Jetzt. Heilung übrig, ja. Wer braucht gerade mehr? Ich würde sagen, Palegina, die ist nämlich nicht so robust wie Edda. Gut, damit können wir dann wohl oder übel in die nächste Ebene. Und wir haben eine neue Quest bekommen, oder? Die Werkzeuge des Meisters. In einem Bereich der Höhen unter Ketnur haben sich Vitak angesiedelt, die sich auf die Suche nach neuem Wissen weit von ihrer Heimatkolonie entfernt haben. Das offensichtliche Geschick des Meisters bei der Adra-Bearbeitung respektieren sie besonders und sie möchten lernen, wie sie Adra für ihre eigenen Zwecke formen können. Die Vitak haben mich gebeten, sie bei ihren Forschungen zu unterstützen, indem ich die Ruinen unter ihrem Lager nach Materialien durchsuche. Ihre Anführerin warnte mich, dass dieser Bereich von fürchterlichen Konstrukten bewacht sei. Also Adraguns wahrscheinlich. Oder Automaten. Animaten. Entschuldigung. Haben wir beides hier wahrscheinlich in der Enzyklopädie unter Bestarium. Genau, Animat. Stufe 9 Gefäß, der ist okay, noch machbar. Und Adragan. Die Delimgan sind Waldgeister für ein Glampfad. Achso, das sind sowas ähnliches wie Delimgan. Adrakäfer kennen wir ja auch noch. Und da sind normale Animaten, die sind nur Stufe 4. Ich denke mal, wir werden es mit Adra-Animaten zu tun bekommen. Und mit Adrakan. Dann haben wir noch die Delemgarn. Also, da ist wohl was schief gegangen. Delemgarn habe ich nur gerade mal einen besiegt, wo auch immer. Es gibt sehr viele Gegner hier. Wolf besiegt 22, Saurips habe ich ziemlich viele besiegt. Meister und Priester sogar noch mehr und Scharmützler vor allem.
Witwenmacherspinne, Will-O-Wisps, Wiedergänger, Wichte. Ja, genau, das sind die Kinder vom Weitwinds Vermächtnis. Waldtrolle, Waldlauerer, normale Trolle sind stärker als Waldtrolle. Todeswächter, davon habe ich gerade mal einen besiegt. Ich frage mich nur, wo. Sumpfschleim, Stelgier.